Ja, liebe Gäste, ein kurzes Eis erst einmal miteinander, falls wir uns noch nicht gesehen haben. Gell? Ja. Ich gehe ein bisschen für dich. Ja. Ja, es ist ein bisschen ins Wasser gefallen, aber ich würde sagen, es ist trotzdem für, aber machen wir für euch eine kleine Show. Or I have to try the English version. Ich bemühe mich, dass alle verstehen. Also, ja. Wir haben jetzt das von der Wiese doch noch rauf verlagert, dass ihr alle hier drinnen geht. Jo, das ist euch recht. Und ich fahre jetzt erstmal wieder ein bisschen was Warmes an. Feuerschau erst einmal, bevor die Große dann kommt. Das ist doch perfekt, oder? Weiß ich nicht. Witzlang nicht so weit. Das haut uns nicht hin. Okay, schauen wir mal, was er bringt. Alles wird gut. Ja, ja, alles sehr gut. Einmal so ein Heli, dass der Heli etwas was hat. Schauen wir mal, weil letztes Jahr haben wir es überhaupt nicht geschafft, dass wir so einen kleinen Platz haben. Okay. Das ist schon leicht, oder? Jo. Ich nehme meine Kamera selber. Testkamera. Jahrelanges Training. Ja, ja, klar. Ausgebildet in den chinesischen Bergen. Da gibt es eine Wunderzeit. Dann kommen wir zur ersten Schwertschlug-Einlage. Ist okay. Machen wir ganz einfach. Das Ganze kann man natürlich noch eine kleine Nummer weiter treiben. Wo schiebt denn das hin? Also jetzt
Und das nächste läuft mit dem Motto eins von Teil ins Glück der Angler aus. Nein, ich muss eigentlich gar nicht haben. Ich komm wieder, wenn China wäre. Hoffentlich kommt das nicht mehr verkehrt, eigentlich. Jetzt geht's da langsam ins Eingemachte. Ich hätte vorhin mal eine Frage, ein paar haben es ja schon vorher gesehen, aber wer glaubt denn, dass Schwertschlucker ein Fake ist? Nicht echt sein kann. Du nicht. Sonst glaubt jeder, dass Schwertschlucker echt ist. Ja. Brauche ich ja gar nicht machen. Jojo, muss ich schon denken, so, ehrlich. So. Alles klar, dann probieren wir es einmal. Ja. Also ihr seht, jetzt schiebt sich auf jeden Fall nicht in den Krüg. Das ist was, was die Krügreise vielleicht hat, aber die Schwertschluck-Nachahmer machen. Und deswegen probieren wir es mit dem nächsten Mechfahner. Mal probieren. Das ist das erste Mal, ich auf die Mitleute merke, dass ich meinen Schwertschlucker sehe. Das wird es machen. Aus Florida, weil ich war im Februar beim Weltschwertschnuckertag beim Treffen. Florida, du hörst den Teufel, wo ich war in der Nähe gleich ein Waffengeschäft und da hat man natürlich das geleistet, das Urlaub zu bringen. Andere schicken einen Postkarte, ich kaufe mal das Schwert. Also ich muss daneben gehen. Ich muss daneben gehen. Aber zur Info, ihr seht schon mal, wie lang es ist. Also jetzt keine Fotos machen, sonst sagt ihr, schluckt es ja gar nicht echt. Geht ja auch Zeit raus. Das Ganze kann man natürlich noch ein bisschen interessanter gestalten. Es ist zwar leider schon recht dunkel, aber wenn man genau hinschauen würde, kann man sehen, dass sich da der Arm abfrieren und herbewegt. Also man sieht es nicht, man muss schon genau schauen, aber ich merke auf jeden Fall, dass es ist. Ja, da war ein Hirschkopf, gell? Ich wurde ein bisschen unstrahlend. Die legt sich leider mal. Ich kann das nicht, ich weiß gar nicht. Das
Ganze noch ein bisschen abzurunden. Ich könnte es halt die Schwierigkeit vorstellen. Die Klinge wird sich nicht beim Körper anpassen. Also muss ich den Körper natürlich der Klinge anpassen. Schau drin. Ja, es gibt natürlich nicht nur Schwerter, die man schlucken kann. Es gibt da noch andere Gegenstände, und jetzt haben wir schon eine Gabel gehabt, ein Schwert oder ein Messer, was fehlt da noch? Axt. Teelöffel natürlich. Ja. Für alle, die einfach nur glauben, dass es vielleicht den Griff schafft, dann schlucke ich halt den Griff. Zügig, sag ich mal,
Und wenn möglich ziemlich gerade raus, also nicht mehr so verzirkt, beziehungsweise wenn es am Rückgrat dann hochgeht, das ist unangenehm, gell? Fühlst du dich in der Lage dafür? Dann stellst du dich bitte da her, geh mal zu vorne. Genau, da bleibst du. Eier Unterstützung brauche ich auch dafür. Das ist Eierteil, ihr dürft es mir vorzeigen. Kann man es üben, meinst du? 3, 2, 1. Das ist noch 2, oder? Ihr wisst genau, was ich machen lasse. Jimmy, komm zu mir und mal schauen. Ich möchte dich gleich mal, es ist schon fast wieder vorbei, das große Finale. Mein persönlicher Rekord, 9 Stück. Der Weltrekord liegt ungefähr bei 24, 25. Also, da habe ich noch ein bisschen hin, aber ich glaube sogar in Europa weiß jetzt keinen, der mehr schafft. Ich will jetzt mal von meinem Kenntnisstand ausgehen. Interessiert euch vorher nur, wie das Ganze funktioniert, oder sagt es? Guckt einfach. Oh. Wie geht's? Geht's bei der Thank you.